Willkommen zurück. Ich möchte heute mit dir über die wohl wichtigste Phase in einem Verkaufsgespräch sprechen. Und es ist nicht etwa die Abschlussphase oder sonst irgendwas, sondern es ist die Vorbereitungsphase. Und die wird sehr, sehr häufig von vielen Verkäuferinnen und Verkäufern missachtet, vergessen, ja, oder nicht für nötig erachtet. Und das ist ziemlich schlecht, weil du dann ja, Potenzial auf der Straße liegen lässt, das du normalerweise für dich nutzen könntest. Und die Vorbereitungsphase, das ist dein Grundstein für jedes Verkaufsgespräch. Also wenn du dich auf ein Verkaufsgespräch nicht vorbereitest, dann ja, sind wir wieder bei Bauchgefühl. Und deswegen ist so wichtig, dass du zum Beispiel das Convincing Script auch anwendest, dass du dich damit auseinandersetzt. Was ist das für ein Kunde? Hat der besondere Vorlieben, möchte er in einer gewissen Weise angesprochen werden. Es kann auch kulturelle Unterschiede geben, dass du, wenn du deinen Kunden im Laden begrüßt, vielleicht mag der keinen Handschlag oder vielleicht macht man das in anderen Kulturen anders. In China verbeugt man sich, also da gibt man eher weniger die Hand als Beispiel. Nur, dass du das auch mit in deine Vorbereitungsphase mit einbeziehst. Wenn du Kunden ansprichst, wie könnten sie auf deinen Anruf zum Beispiel reagieren und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die du klären solltest. Und eine sorgfältige Vorbereitung, die kann den Unterschied tatsächlich machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Deswegen ist es immer ratsam, dass du dich gut auf deine Kunden vorbereitest. Und ich nenne dir jetzt noch mal ein paar weitere Gründe, warum das wichtig ist. Punkt 1 ist natürlich deine Produktkenntnis. Ja? Wenn du dein Produkt gut verstehst, oder deine Dienstleistung sehr gut verstehst, dann kannst du natürlich auch die Vorteile und die Eigenschaften überzeugend darstellen. Dann kannst du die Fragen des Kunden kompetent beantworten. Und nichts ist schlimmer, als wenn dein Kunde eine Frage hat und du stammelst dann so rum und sagst, keine Ahnung. Das kann immer mal passieren, aber dann kannst du deinem Kunden sagen, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde mich da direkt mal erkundigen und reiche die Antwort danach. Ist das für sie okay? Dann signalisierst du deinem Kunden, dass du lösungsorientiert bist und nicht, dass du keine Ahnung hast. Aber hättest du dich besser vorbereitet, wüsstest du vielleicht die Antwort. Als zweites, das Kundenverständnis. Wir haben ja über das Convincing Script gesprochen und da ist es halt ganz wichtig, dass du Informationen über deinen Kunden, über dein Unternehmen, mit dem du da dein Gespräch hast, oder aber auch, wenn du eine Webseite baust, dass du weißt, okay, was sind die Bedürfnisse und Wünsche meiner Zielgruppe? Und dazu gibt es ein paar Fragen, die du im Vorfeld klären solltest. Nutze dazu auch wieder das Convincing Script, damit du weißt, okay, was könnte da kommen? Und hier sind noch ein paar weitere Fragen, die da kommen könnten. Zum Beispiel, wer ist mein Kunde? Ich habe das eben schon angesprochen, also Herkunft, Gepflogenheiten, Werdegang, wer ist der Entscheider, was sind die Werte meines Kunden oder der Firma, mit der ich spreche? Wie muss ich als Verkäufer auftreten? Ist mein Kunde eher informativ oder ist er emotional? Möchte er in Du oder Sie angesprochen werden? Bei mir war das früher auch so, dass ich irgendwo, wenn ich irgendwo hingefahren bin, dann habe ich immer geguckt, okay, was ist denn das für ein Laden? Sind die eher modern oder muss ich da im Anzug kommen? Weil es ist ziemlich schwierig, hatte ich auch schon mal den Fall. Ich bin in ein Unternehmen gekommen und dort hatten sie eine sehr, sehr strenge Kleiderordnung. Da saßen im Callcenter die Mitarbeiter alle im Anzug. Und haben sich natürlich auch entsprechend so verhalten. Es war ein ganz anderes Klima als woanders, weil da einfach ein bisschen mehr Zug auf der Kette war. Ich war aber an dem Tag im T-Shirt da. Und das fiel negativ auf, weil ich natürlich mich zum einen unwohl gefühlt habe, weil ich einfach irgendwie nicht dazugehört habe. Und jeder Mitarbeiter, der auch noch Etagen weiter unter mir war, eigentlich besser gekleidet war als ich damals. Und das hat dazu geführt, dass ich bei den nächsten Terminen mich immer erkundigt habe, was ist denn das für ein Laden? Sind die eher locker unterwegs oder muss ich da ein bisschen schicker hingehen? Das solltest du mit in deine Planung dann einbeziehen. Oder wenn du telefonierst, möchte dein Kunde mit du oder sie angesprochen werden. Auch das ist ja wichtig, dass du das im Vorfeld klärst. Als zweites, was ist der Kaufgrund meines Kunden? Da sind wir wieder beim Convincing Script. Welche Schmerzen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse, welche Herausforderungen hat mein Kunde? Was davon kannst du lösen oder erfüllen? Und worauf legt dein Kunde vermutlich den meisten Wert? Auch das solltest du möglichst gut kennen. Natürlich kann man das nicht immer ganz genau voraussagen, aber wenn du Kunden kontaktierst, dann kann es durchaus sein, dass du zum Beispiel bestimmte Dinge weißt über deinen Kunden, die du nur herausgefunden hast, weil du seine Werte zum Beispiel auf der Webseite ermitteln konntest. Da steht ja manchmal auch, wofür dann eine Firma steht, welche Mission sie hat, welche Vision sie hat. Oder wenn du zum Beispiel jemanden anrufst, wo du weißt, dass derjenige sehr stark auf Umweltschutz achtet, dann kannst du dein Verkaufsgespräch oder auch deine Lösung darauf
darauf aufbauen, dann solltest du etwas nehmen, was eben nachhaltig ist und nicht irgendwie verschwenderisch. So, das ist Punkt 2. Punkt 3 ist, was macht denn eigentlich der Wettbewerb? Warum sollte dein Kunde bei dir und nicht woanders kaufen? Was ist dein USP? Was macht dich einzigartig? Und was kannst du viel besser vermutlich als alle anderen? Und da reicht es nicht aus, wenn du sagst, wir haben guten Service. Guter Service ist heute ja eine Selbstverständlichkeit oder sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Leider sehen das viele Menschen oftmals nicht so oder viele Verkäufer oder auch Unternehmen, die haben halt dann miesen Service und dann ja, bist du sowieso schon raus. Aber mach dir Gedanken, was kannst du besser als andere? Oder wenn du in einem Unternehmen angestellt bist, was machst du besser, was kannst du besser als deine Kolleginnen und Kollegen? Auch das kann dir helfen, zum einen Selbstvertrauen aufzubauen und zum zweiten dem Kunden nachher auch Argumente zu geben, warum er bei dir kaufen sollte und nicht woanders. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, was macht rechts und links, und dann fokussierst du dich wieder auf dich selber. Und als vierten Punkt, welche Fragen oder Einwände können kommen? Wie rechtfertigst du, dass du vielleicht teurer bist als andere? Was ist, wenn dein Kunde zögert? Und auch da kannst du dir im Vorfeld natürlich Gedanken drüber machen. Möchtest du den Abschluss sofort, was natürlich immer ratsam ist, aber manchmal dauert das einen Moment, da weiß man auch, okay, das wird wahrscheinlich heute nicht zum Abschluss kommen, aber du sollst natürlich immer den Abschluss anpeilen. Nur wenn du in Verhandlungen bist, die dann längerfristig dauern, dann kann es halt durchaus sein, du musst mehrmals mit dem Kunden sprechen, dann kannst du dir eine gute Wiedervorlagentechnik zum Beispiel überlegen, wie vereinbarst du jetzt nochmal ein Zweitgespräch oder ein Drittgespräch oder was passiert in der Zwischenzeit, bekommt der Kunde nochmal eine Nachfassaktion und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die solltest du im Vorfeld klären und natürlich auch, welche Einwände hat dein Kunde. Also wenn du viele Telefonate führst und der Kunde immer wieder die gleichen Einwände hat, dann wäre das total doof, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Das sehe ich so oft. Der Kunde sagt was und dann sitzt der Verkäufer da, als hätte er das zum ersten Mal gehört. Und das ist einfach nicht klug. Also mach dir Gedanken, welche Einwände können kommen und was könntest du dann auf diese Einwände sagen. Und jetzt gibt es natürlich noch weitere Vorteile, warum du dich gut auf ein Verkaufsgespräch vorbereiten solltest, warum die Vorbereitungsphase eine der wichtigsten Phasen im Verkaufsgespräch ist. Und das erste ist natürlich, dass du Vertrauen aufbaust. Wenn deine Kunden nämlich merken, dass du gut vorbereitet bist, ja, dann vertrauen sie dir mehr. Und du weißt ja ganz genau, dass Vertrauen die Grundlage für alles ist. Also Kunden kaufen nur bei Menschen, denen sie auch vertrauen. Deswegen ist das erste Produkt, was du verkaufst, egal ob du Coachings verkaufst, egal ob du eine Beratung, eine Dienstleistung oder Produkte verkaufst, am Telefon oder face-to-face, spielt alles keine Rolle. Das ist das Erste, was dein Kunde kauft, nämlich Vertrauen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich gut vorbereitest, dann merkt dein Kunde das und vertraut dir auch mehr, weil er sieht, du bist Profi oder Expertin oder Experte. Als Zweites, es spart dir natürlich enorm viel Zeit, weil wenn du eine gute Vorbereitung hast, dann kannst du dein Verkaufsgespräch zielgerichtet führen und das spart dir und deinem Kunden Zeit und du kannst dann qualitativ hochwertigere Gespräche führen und du kannst vor allem auch mehr von diesen qualitativ hochwertigen Gesprächen pro Tag führen. Und das führt am Ende des Tages wieder zu mehr Abschlüssen. Und als Drittes, du hast natürlich mehr Sicherheit im Verkauf, wenn du dich gut vorbereitet hast. Also wenn Einwände kommen, dann wirkst du souveräner, du bist deutlich sicherer, hast mehr Selbstvertrauen und das wirkt sich auch auf deine Überzeugungsfähigkeit aus, mit der du deine Produkte oder deine Dienstleistung dann dem Kunden verkaufst. Wenn ich mich nicht vorbereiten würde in einem Verkaufsgespräch und da rumstammeln würde, dann hätten meine Kunden vermutlich wenig Vertrauen in meine Expertise und ich hätte dadurch auch weniger Abschlüsse. Und deswegen bereite ich mich auf jedes Gespräch, ob das ein kurzes Gespräch oder ein langes Gespräch ist, immer sorgfältig vor. Oder mein Vertrieb. Auch die Kollegen machen das dort. Und als Nächstes haben wir, du vermeidest natürlich Fehler. Ja, Missverständnisse, wenn deine Kommunikation perfekt auf deine Zielgruppe ausgerichtet ist, dann machst du deutlich weniger Fehler. Fehler machen, das ist völlig okay, aber man muss ja nicht unnütz Fehler machen. Deswegen bereite dich gut vor, da bist du auf der sicheren Seite, du vermeidest Fehler, Missverständnisse und dann kosten dich im Verkauf diese Fehler auch kein Geld. Hier nochmal ein paar weitere Secrets im Verkauf.
Also der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist, plane jedes Gespräch sorgfältig, entscheide nicht nur nach Bauchgefühl, nutze das Convincing Script, bereite dich je nach Projekt mehr oder weniger auf deine Kunden vor. Manchmal reichen ja auch ein paar Minuten. Als zweites, nutze ein Skript für deine Verkaufsgespräche, so einen Leitfaden, der dann sowieso eine Art Leitplanke funktioniert. Und auch ich, der ich jetzt über 35 Jahre schon im Verkauf und in der Kundenkommunikation unterwegs bin, nutze immer wieder ein Skript. Ja, damit ich nichts vergesse zum einen. Zum zweiten, vielleicht ist auch mal ein Kunde dabei, der bringt dich so ein bisschen aus dem Konzept. Und wenn du jetzt kein Konzept hast, dann bist du sowieso schon lost. Deswegen, du brauchst diese Leitplanke, du brauchst ein Skript. Ich habe dir eins vorgestellt von mir schon, das Convincing Script. Und nutze dieses, beschäftige dich mit diesen 6 Punkten, die da drin vorkommen. Und dann wirst du sofort mehr Umsatz haben. Ist einfach, ja, das Gesetz der Natur. Und als dritten Tipp, lege deine Werte und Standards fest. Ja, hast du keine Standardthemen, die du oder auch dein Team erfüllen, dann kostet dich das immer mindestens Geld. Ja, du kannst aber auch dein Wissen nicht an andere Kollegen weitergeben. Du weißt dann schlicht und ergreifend nicht, was perfekt ist, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Also nur wenn du ein Skript hast, kannst du ja sehen, okay, der Punkt hat funktioniert, der Punkt hat nicht funktioniert. Das gebe ich den anderen weiter. Die Sachen funktioniert haben, die Sachen, die nicht funktioniert haben, muss ich noch mal ein bisschen überarbeiten, passe sie an. Und wenn du das so machst, wie wir es gerade besprochen haben, dann kannst du Punkt für Punkt verbessern, optimieren. Und irgendwann hast du ein perfektes Verkaufsskript, so wie bei uns das jetzt der Fall ist. Wir haben ein Skript, das bei nahezu allen Kunden funktioniert und Abschlussquoten zwischen 90% und 95% möglich sind. Wenn du gut aussortierst, die richtigen Menschen ansprichst und ihnen dann genau das gibst, was sie brauchen, sofern dein Produkt das auch kann oder deine Dienstleistung das auch kann. So, du hast jetzt gesehen, dass die Vorbereitungsphase wirklich wichtig ist und es ist tatsächlich echt unklug, wenn du dich auf Verkaufsgespräche nicht vorbereitest oder aber auch auf Beratungsgespräche nicht vorbereitest, wenn du deine Webseite ja nicht ordnungsgemäß danach aufbaust. Also auch da ist es wieder, wenn du einen Social-Media-Beitrag schreibst, dann mach dir im Vorfeld Gedanken, was willst du mit diesem Social-Media-Beitrag zum Beispiel erreichen. Dann brauchst du auch, okay, wie fessel ich den Leser, wie kann ich die Menschen überzeugen, dass sie dann nachher, wenn es dann zum Call to Action geht, auch tatsächlich den Knopf drücken oder mir folgen oder ein Beratungsgespräch buchen, was auch immer, oder etwas kaufen. Alles das fußt auf deiner guten Vorbereitung und deswegen ist diese Phase enorm wichtig in jedem Verkaufsgespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute, viel Spaß, viel Erfolg bei der Umsetzung und wenn du Fragen dazu hast, jetzt auch hier, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder folge uns auf Social Media. Call to Action. In diesem Sinne, bis bald, dein Uwe.